Das ist eine Überraschung, nicht? Ach, das Spiel ist steinalt. Wirklich steinalt. Vermutlich sogar älter als mancher von euch. Okay, nicht gleich übertreiben. Aber Mann, oh Mann, ist das alt. Wollen wir mal sehen. Lag Aurelis Auge in Auge gegenüber. Auch die Kelly. Hör mal, nichts gegen dich persönlich, aber halt doch bitte einfach mal. Seit Jahren gibt es auf dem Kurs keinen vernünftigen Krieg mehr. Und du wirst dich dir gar nicht vor. Ich habe bloß keine Lust, dauernd. Kelly hat doch nicht mal eine Gravitationsanlage. Seit Monaten laufen wir die Wände lang. Nachrichtensperre, keiner weiß nichts. Seit Wochen Bereitschaftsalarm. Jede Menge Dienstzulagen, na klasse. Ich muss bald ein neues Bankkonto aufmachen, weil das alte voll ist. Was will ich mit dem ganzen Geld, wenn ich es nicht ausgeben kann? Ist ja blutig langweilig. Und wer unterhält mich? Noch nicht einmal bin ich runtergekommen auf diesen dämlichen Planeten. Wie heißt der eigentlich? Skyra, glaube ich. Skyra. Was meinst du, Brady, ob es da scharfe Weiber gibt? Mann, Kelly. Das ist da unten die allerschärfsten Weiber. Sergeant Krieger ist ein Arschloch. Ja. Aber immerhin ein Arschloch, das schon unten war. Vor allem, Kelly, ist Krieger ein Arschloch, in das es sich nicht zu kriechen lohnt. Nimm lieber das von Captain Rutherford. Morgen, Corporal Brett. So früh schon mit Karrierefragen beschäftigt? Guten Morgen, Captain Rutherford. Rühren, ich habe nichts gehört. Muss Ihnen also nicht peinlich sein. Jawohl, Captain. Danke, Captain. Wird langsam Zeit, Captain, dass wir mal runterkommen. Kelly hier dreht sonst wahrscheinlich durch. Er muss mal wieder für Erwachsene, wenn Sie verstehen, Captain. Ja, nicht wahr. Ich brauche nur mal wieder ein bisschen Bewegung, Captain. Na, dann habe ich gute Nachrichten. Gleich kommt der Alarm. Sie können Ihre Sachen packen. Es geht runter. Also Jungs, dann lasst uns hier mal ein wenig aufräumen. Hey Kelly, spürst du es auch? Ich habe ein Scheißgefühl. Angst? Was ist das? Du immer mit deinen Fremdwörtern. Nee, keine Angst. Mehr so ein ungutes Gefühl. Hier riecht's nach mächtig mehr Ärger als auf Chromos üblich ist. Da vorne steht Rutherford. Mal hören, was die uns zu sagen hat. Ha, das ist Grafik, nicht? Das sind nostalgische Gefühle. Blue Byte, was waren das für schöne Zeiten? Battle Island.
Battle Island, sorry. Ach, das... Unglaublich, unglaublich. Soll ich das tatsächlich spielen? Für dieses Spiel brauchte man 3D-Karten. Kein Scherz. Da war noch richtig was los. Wo wollen wir denn hin? Erster Befehl, Nachschubtransporter. Nee, wir machen Halle sichern. Oder? Nachschubtransporter. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Grün, blau. Gehen wir hier. Ort betreten. Das ist alles? Ach, diese Grafikpracht. Wir haben dabei Brad. Der hat null Talent. Ja, das passt, glaube ich. Equipment-Punkte 100. Ach, das. Yes, das, was. Tschüss, Hilfe. Was muss ich denn hier einstellen? Kondition. Talent für leichte Waffen, Talent für schwere Waffe, technisches Talent, medizinisches Talent, Führungstalent. Aber nee, das lässt sich irgendwie nicht auswählen. Talentpunkte gesamt, verfügbare Talentpunkte und verfügbare Order. Talentpunkte übrig 0. Light Combat Waffe hat er eh. Leichte Waffe, kurze Distanz, geringe Durchschlagskraft, durch Bajonett nahkampffähig. Kann er nicht nutzen, muss er hier bleiben? Ich sehe das. Das Spiel setzt mich völlig unter Druck. Equipment auswählen. Das darf er auch nicht benutzen, oder wie? Oh. Dann, der hat schon ein Medipack dabei. Waffe auswählen darf er vermutlich auch nichts mehr. Equipment auswählen auch nicht. Was darf denn Maxon? Man erkennt ja auch sofort. Man sieht völlig unterschiedlich. Dem geben wir eine Light Armor. Equipment-Punkte. Komm. Damit ich wenigstens einen erkenne. Gegenstand kaufen. Was könnte ich denn hier kaufen? Was? Doch nicht? Equipmentpunkte 90. Alles klar. Nee, dann ist es natürlich... Gehen wir nochmal zu dir. Das nützt... Nee. Jetzt schauen wir mal an, wie sich dieses Spiel entwickelt. Alles klar, dann gehen wir zum ersten Befehl. Okay, Leute, Corporal Caro und Corporal Kelly, Sie folgen mir zur Kommandozentrale. Corporal Brad, Sie werden eine Patrouille durch die Werkhallen im Süden leiten. Seien Sie vorsichtig. Sobald in den Hallen keine Skager mehr sind, kommen Sie uns nach. Jawohl, Captain! Dann... War es das mit dem Briefing? Also die Sprachausgabe gefällt mir. Einige Skager sind in den Werkhallen aufgetaucht. Einige nur, das wäre okay. Meine unerfahrene Platoon kann ein wenig Anlaufzeit gut gebrauchen. Die Jungs sind einfach noch ein wenig grün für einen echten Kampf. Und da ist dieses Gefühl. Würde mich wundern, wenn wir nicht erheblich tiefer in der Scheiße stecken, als es den Anschein hat. Doch, das Spiel macht Spaß, weil ich muss nicht vorlesen. Sieg, alle Skager vernichten. Niederlage, Corporal Brad fällt im Kampf. Tipps? Ach, Überhitzungsanzeige sogar. Diese Kiste anschauen und mit der Hand... Oh, okay. Okay. Doch, man erkennt eindeutig, was es ist. Es ist ein verdammt altes Spiel. Okay.
Kann ich jetzt dich verschieben, oder? Übersichtskarte, Vogelperspektive. Ach, hier darf ich... Ich darf bestimmen, wo der startet. Alles klar. Nee, dann starten wir hier. Oh, da steht schon einer. Dann sofort wäre es hier und Red hier. So. Was kann ich denn noch spielen? Laden, Briefing für diese Mission. Kapitulation, natürlich. Wow. Okay. Und das sind schon die Action-Punkte. Ach, Himmel, Herrgott. Gesamter letzter Zug nochmal. Das ist ja eine große Vogelperspektive. Hier haben wir einen Gegner. Kannst du auf den schon... Wow, was für Soundeffekte. Waffe überhitzt. Na, das ist ja... Muss gut. Das sein? Boah. Dann geh mir doch mal... Wieso hast du hier 0? Ach, das sind die Ver... Das kostet 1 Punkt. Alles klar, dann gehen wir mal hierher. Sieht schlecht aus. Du bist mir motivierend. Mach mir doch hier gleich eine Wache. Wenn das schon bei anderen Spielen immer so schön klappt, dann machen wir das. In Stellung, Sir. Okay, Sir. Er, der alleine ist, ist, was, Wache kann er jetzt nicht mehr? Dann mach mir... Wow. Was gibt's? Okay. Geh woanders spielen. Boah, West wird mein bester Spieler, ich sehe das. Eliminiert. Boah. Hier geht er richtig ab. Ich glaube, das Spiel ist nichts für euch. nächster Spieler, wo ist er jetzt? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Vogelperspektive freier. Ich, nächste. Nächster. Muss das sein? Ja, das muss sein. Wow. Was gibt's? Was für eine Actioncam. West, du hast schon so viele Punkte. Jetzt bin ich mal dran. Waffe überhitzen? Nee, 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 nee. Nächster Spieler. Ich höre Sie, Sir. Ich-Perspektive gab's doch noch, oder? Sichtbare Gegner. Der... Oh! Hier gibt es ein Grafikwunder. Dann... Brad. Gibt's noch was? Nächste Einheit. Nee. Dann kannst du noch einmal nach Norden... Nee, kannst du nicht. Dann geh mir... Und hier. Jetzt? Siehst du was? Wo ist es denn? Bei der Kamera. Ah. Okay. Dann ist das... Wow. Hier habe ich ja... mehr Grafikeffekte... als bei XCOM. Dann geben wir nochmal eins. Wow. Kein Problem. Ich werde ja richtig überrannt hier. Hallo? Verfehlt? Komm, nochmal. Nochmal verfehlt. Waffe überhitzt. Ah, dann... Moment mal kurz. Hier hinten kommt auch einer. Dann geben wir einer rüber. Geht klar, Sir. Und... Was mache ich jetzt mit dir? Entweder vorne oder hinten. Oh, nee, wir machen. Komm und gleich noch. Ah, verfehlt, verfehlt. Dann geh mir. Da hinten. Ich weiß nicht, wie weit die sich bewegen können. Dann. Geh mir eins nach rechts. Du gehst mir eins vor. Na endlich! Wenigstens einer.
Sichtbare Gegner? Warum kannst du jetzt das nicht? Waffe leer, oder? Dann gehen wir mal nach Süden. Oh, wow. Allzeit bereit, Sir. Okay, wir werden überrannt. Sehr schön. Dann kannst du mir hier gleich nochmal. Komm. Also dieses Grafikfeuerwerk ist gar nicht so einfach zu lenken. Die Waffe schon wieder. Keine Munition mehr. Auf Himmel, Herrgott, ist dieses Spiel taktisch. Nächste Einheit, logischerweise. Dann, was ist denn das? Das sind vermutlich die Runden, die er noch kann. Sehr schön. Wow. Level up. Ach, dieses Spiel. Ich könnte Ruhe vertragen, Sir. Wie gefällt mir. Und du hast einen Puls von 2. Du kannst ausruhen, kostet alle APs. Das kannst du aber, glaube ich, nur am Anfang offensichtlich. Kostet 2 APs. Alles klar, dann geh mir hierher. Bin da, Sir. Was gibt's? Oh. Keine Munition mehr. Kannst du nachladen? Machen wir mal. Waffe überhitzt. Ach, verdammt. Dann geh mir hierher. Komm. Ich höre sie, Sir. Puh, du hast noch, glaube ich, 2 Schüsse oder? Nee, du hast noch 3 Schüsse. Komm. Und dann kannst du auch gleich hier nach Norden. Fertig? Diese Mission war ein Erfolg. Equipmentpunkte 90 plus 0, Auszeichnung 0, getötete Feinde 10, gefallene Marines 0, Resultat 110 in der Kampagne, getötete Feinde 10, gefallene Marines 0. Beste Einheit, ich. Zweitbeste, Brad. Boah. Und da kann ich wieder in die Nachschubhalle. Ach, dieses Spiel könnte was werden, könnte was werden. Meldet euch mal, ob ihr das sehen wollt. Ich danke fürs Zusehen und vielleicht auch bald wieder.